Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Unternehmerradios. Mein Name ist Danilo Manka. Und mein Name ist Holger Wassermann. Wie immer finden Sie alle Informationen zu dieser Folge auf unserer Webseite unternehmer-radio.de. Unser Gast heute ist wieder einmal ein Übergeber, der ehemalige Gesellschafter von der QE und UG GmbH. Das ist die Qualifizierungsgesellschaft für Energie- und Umwelttechnik. Und unsere treuen und aufmerksamen Unternehmerradio-Zuhörer werden jetzt sagen, Moment, die Unternehmung hatten wir doch schon. Und ganz richtig, wir hatten nämlich schon seinen Nachfolger, seinen Sohn, den Sebastian Schulz im Interview. Und heute haben wir die Freude, uns das Ganze mal auch aus der anderen Seite anhören zu können. Herzlich willkommen, Herr Schulze. Ja, hallo, guten Abend. Ja, hallo Herr Schulze, auch von meiner Seite. Freut mich, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Jetzt ist die Übergabe ja schon ein bisschen her. Wie lang genau? Im Oktober 2012 war die Übergabe. 2012. Und jetzt würde uns natürlich auch mal interessieren, wie war das für Sie? Also der jetzt mal ganz... Bevor wir jetzt tiefer einsteigen, wie ist aus Ihrer Sicht so der Nachfolgeprozess gelaufen? War das ein sehr langer Prozess, holpriger Prozess oder wie ist da jetzt Ihr erster Eindruck so? Also ich war heute zufällig in Berlin in der Firma und habe mit meinem Junior auch gesprochen über aktuelle Dinge. Ich habe die Firma 1990 gegründet und war seitdem Gesellschafter und alleiniger Geschäftsführer. Und als ich dann so nach 15 Jahren überlegte, wie was später kommen wird, hatte ich mit meinem Sohn gesprochen, der seine Ausbildung abgeschlossen hatte, ob er mal Interesse hätte, diese Firma zu übernehmen oder in dieser Firma zu arbeiten. Und er sagte dann, okay, ich kann es versuchen. Und so habe ich mit ihm dann eine 10-Jahres-Vereinbarung, Fördervereinbarung gemacht, in der er durch die Firma von dem Maßnahmenverantwortlichen über Ausbilder, Dozent, Werkstatt bis später in den letzten 2 Jahren in Leitungsfunktion als Bereichsleiter arbeitete mit Prokura. Und in diesen 10 Jahren gab es eine klare Vorgabe, Zeitabschnitte, konkrete Aufgaben. Und am Ende sollte dann die reibungslose Übergabe stehen. Und wenn ich sage sollte, so ist es auch so erfolgt. Es ist völlig problemlos erfolgt. Wir haben uns dann 5 Jahre vor dem Zeitpunkt damit verständigt oder darüber verständigt, dass nicht mehr ein alleiniger Geschäftsführer, sondern dass 2 Geschäftsführer das Unternehmen leiten sollten. Wir waren ja sehr stark expandiert, hatten ja dann schon Teilnehmerzahlen von bis zu 400 pro Tag. Und ein Prokurist, ein Bereichsleiter, der fast seit Gründung der Firma bei mir arbeitete, wurde angesprochen, hat dann ein Drittel der Geschäftsanteile gekauft und war bereit, mit meinem Junior dann ab dem Zeitpunkt September, Oktober, nachdem ich also 65 geworden war, einzusteigen und mit 2 Geschäftsbereichen, einmal berufliche Weiterbildung und der andere kaufmännische Personalfinanzen, dann diese Firma weiterzuführen. Und wenn ich heute zurückblicke, ist das aus meiner Sicht und auch aus Sicht der beiden jetzigen Geschäftsführer relativ oder sogar nicht relativ, sondern problemlos gegangen. Die Firma hat sich gut weiterentwickelt, die Firma ist gesund, hat sogar erweiterte Geschäftsfelder und die Mitarbeiterzahl vergrößert. Und die Umsatzvolumina in den einzelnen Bereichen sind eigentlich sehr gut, positiv. Sodass ich also auch heute, ich war ja nicht geplant in der Firma, sondern war in Berlin, weil ich einen Termin hatte und bin vorbeigefahren. Und das freut mich dann immer wieder, wenn ich sehe, dass es weitergeht. Mein Sohn hat mir dann auch erzählt, dass neue Maschinen, sehr, sehr moderne Maschinen in der Holzverarbeitung angeschafft wurden und sie jetzt ein Ausbildungszentrum für die HOMA, also für den Hersteller werden. Das ist also, ich habe in den Schulungsräumen gesehen, dass dort ein sehr reger Betrieb ist, also dass etliche Maßnahmen zeitgleich durchgeführt werden. Ja, und dass der Schritt in die Richtung, die ich vor der Übergabe empfohlen und angedeutet hatte, auch langsam gegangen wird. Man hat als Hauptaufgabe die gemeinnützige Tätigkeit, also berufliche Ausbildung, Weiterbildung, Umschulung und Firmenseminare. Und jetzt geht man verstärkt darauf zu, also auch mit Unternehmerverband und mit Firmen gemeinsame berufsbegleitende Schulungen beziehungsweise
2 bis 3 Tage Anwenderschulung durchzuführen. Das hat mich gefreut, dass also dieser Schritt nicht nur für Jobcenter und Arbeitsamt, sondern auch für freie Auftraggeber zu arbeiten, jetzt Schritt für Schritt gegangen wird. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Möchten Sie wissen, wie übergabefähig Ihr Unternehmen derzeit ist? Dann nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit und machen Sie unseren kostenlosen Test auf www.unternehmer-radio.de/test. Jetzt haben Sie das so ausführlich ausgeführt, jetzt habe ich eigentlich keine Fragen mehr. nein, Quatsch. Spaß. Sehr super, also das war wirklich rund und ich erinnere mich auch sehr gut an das Gespräch. Und wir waren ja vor dem Gespräch mit Ihrem Sohn gar nicht darüber informiert, dass der Übergabeprozess wirklich auf 10 Jahre geplant war. Ja, und deswegen haben wir uns da nochmal ganz stark für eingesetzt, dass wir auch nochmal mit Ihnen sprechen können, weil uns natürlich auch interessiert, wie sind Sie damals so auf den Plan gekommen, okay, 10 Jahre nehmen wir uns das jetzt vor und haben Sie da irgendwie eine Inspiration bekommen oder war das irgendwie, wo Sie sich dann mal überlegt haben, abends, ja, wie machen wir das am besten durch jede Abteilung einmal gehen und dann legen wir das auf 10 Jahre, das sollte ungefähr bei 10 Abteilungen passen und dann können wir die Übergabe quasi offiziell machen. Oder wie war das? Na, ich bin ja 1990 ins kalte Wasser geworfen worden. 3 große Aktiengesellschaften, also ehemalige Kombinate, die ja dann abgewickelt wurden, hatten sehr, sehr viele Arbeitslose vor sich stehen, Ingenieure, die also damals in der Sowjetunion ausgebildet wurden in Kraftwerksanlagenbau und Rohrleitungsbau. Und da sagten die 3 Herren Vorstandsvorsitzende, du gründest eine Gesellschaft, du machst es oder du machst es. Also es gab keine Alternative. Und ich habe eben dann diese Aufgabe übernommen und diese Firma gegründet, habe aber in dem fortlaufenden Zeitraum von Jahr zu Jahr gemerkt, dass als alleiniger Geschäftsführer es doch eine sehr, sehr große Aufgabe ist. Und mir damals schon gesagt, wenn ich einmal die Firma übergebe oder ausscheide, dann sollte das zumindest 2 große Geschäftsgebiete geben. Und zu diesem Zeitpunkt, es gab ja Höhen und Tiefen, hatte mein Sohn seine Ausbildung fertig, war aus Amerika zurückgekommen und ich fragte, was willst du denn mal machen in Zukunft? Naja, eventuell geht das zurück nach Amerika und wird dort bei der Bank arbeiten. Er hatte einen sehr guten Aufenthalt dort in seinem einem Jahr Gastaufenthalt. Oder was hast du denn für einen Vorschlag, fragt er mich. Sag ich, du kannst ja, wenn es dich interessiert, in die Firma einsteigen. Und das waren dann gerade so noch 10 Jahre. Also das war nicht von vornherein von mir festgelegt, 10 Jahre, diese 10 Jahre. Und da sagte ich zu ihm, wenn du Lust hast und noch so gut werden willst wie der alte Herr, dann kommst du hier in die Firma und dann machst du nicht nur einen Durchlauf durch die Firma, du bist nicht der Juniorchef, sondern du bist Mitarbeiter wie jeder andere. Das hat er auch wirklich gemacht und ist auch so angenommen worden von den Mitarbeitern. Und dann wirst du nicht nur durch die Bereiche, durch die Werkstätten, Schulungsräume, Maßnahmen laufen, sondern du wirst auch ein Praktikum beim Notar und Rechtsanwalt machen, was er gemacht hat, 4 Monate. Du gehst zum Wirtschaftsprüfer und machst dort 4 bis 5 Monate Praktikum. Und ich schicke dich in ein anderes Unternehmen, wo du im Personalwesen mal siehst, wie Personal geplant und dergleichen. Ja, und diese, als er dann nach 8 Jahren diese Arbeit, diese Zeitetappen mussten abgerechnet werden. Und das war für ihn auch eine Entwicklung. Vom Mitarbeiter dann zum leitenden Angestellten. Und in den letzten 2 Jahren, als er dann als Bereichsleiter Prokura erhielt und also auch mich vertreten musste, wie die anderen beiden Prokuristen, habe ich ihn zu Leitungsseminaren geschickt. 2, 3 bis 5 Tage Managementseminare. Er musste berufsbegleitend, also außerhalb der Arbeitszeit, eine Ausbildung zum anerkannten Personalreferenten machen. Er hat dann Managementseminare wie in Bad Harzburg belegt für Arbeitsrecht. Kaufmännische Grundausbildung, Betriebswirtschaftslehre. Wichtig war für mich, dass er Krisenmanagement macht. Wie gründe ich eine Firma und wie führe ich sie aus der Insolvenz oder wie bewahre ich sie vor der Insolvenz? Solche Seminare gab es in Düsseldorf, in Bad Harzburg, in Frankfurt. Und all diese Abschnitte und diese Ausbildung, die er machen musste in Seminaren, sind ja zertifiziert worden. Und das habe ich natürlich von ihm dann auch in den letzten 2 Jahren als leitender Angestellter abverlangt. Und er hat ein Faible für Personal und für Finanzen gehabt, wo er sich sehr gut entwickelt hatte. Hat mir sehr viel dann abgenommen im Personalwesen, bei der Personalplanung, Ausscheiden der alten Mitarbeiter und Heranführung junger Mitarbeiter. Sodass ich eigentlich dann im 9. und 10. Jahr relativ sicher war, es hat ihm auch Spaß gemacht, dass er das gut weiterführen wird und mein
Prokurist, der von Anfang an als Mitarbeiter bei mir war und sich über Bereiche bis zum Prokuristen entwickelt hat, war ein Fachmann für die Ausbildung in den Werkstätten. Wir haben ja sehr große Werkstätten mit produktionsreifen Maschinen, wo wir ausbilden. Wollte unbedingt zu zweit, also mit meinem Sohn Sebastian, das machen. Und ja, im letzten Jahr mussten wir dann das Leitungsseminar, was einmal im Jahr durchführt, machen. Das habe ich nicht durchgeführt. Sie mussten den Jahresabschluss mit dem Wirtschaftsprüfer machen, wo sie sich gesträubt und gewunden haben wie sonst was. Aber ich habe das nicht mehr gemacht. Und dann habe ich eigentlich ohne Gänsehaut und ohne steifen Nackenhaaren, habe ich dann sehr frohen Mutes Geschäftspartner eingeladen, kurz vor Übergabe und Auftraggeber, und habe ihnen dann gesagt, dass meine Nachfolger diese beiden Herren sein werden. Viele haben es nicht geglaubt, dass ich ausscheide, aber ich war 65 und wollte nicht länger arbeiten. Okay. Und als ich die Partnerunternehmen und auch die Auftraggeber gefreut haben über diese Entscheidung, diese beiden Herren damit zu beauftragen, war es für mich auch ein guter Schritt, dann den Kontakt weiterzuerhalten zum Arbeitsamt, Jobcenter, zur Senatsverwaltung. Und ich war ja nicht ganz aus den Augen, aus dem Sinn. Ich war ja noch anderthalb Jahre beratend tätig, also 3 Tage in der Woche, aber ausschließlich beratend, nicht eingreifend, nicht entscheidend, und konnte immer dann noch an bestimmten Stellen sagen, ich würde darüber nochmal nachdenken. Ich habe nicht gesagt, ich würde es nicht so machen. Ich habe nur gesagt, habe ich das so gemacht, 1997 oder 2000, sonst was? Haben sie nachgedacht, nee, naja, Senior, Sie mit Ihren Erfahrungen gegenüber. Ich habe nicht mehr Erfahrung als Ihr. Ich musste alle erst erarbeiten. Und so war es also in dieser Zeit der Beratung, war ich die unauffällige graue Eminenz, habe aber nicht total rausgehalten. Und unsere Auftraggeber haben sich gefreut, dass irgendwann der Alte noch ansprechbar war, aber eben nur ansprechbar. Er hat nicht entschieden und er hat nicht gesagt, so wird es gehen. Und das war eigentlich für die beiden auch ein kleines bisschen Hängematte, dass sie nicht ganz abstürzen ohne Netz und doppelten Boden. Der Alte war noch erreichbar, aber wie gesagt. Und das hat mir auch sehr, sehr leicht gemacht, den Übergang in mein Ruhestandsleben. Ich bin nicht raus aus der Arbeit und rein in Garten und Haus, sondern ich konnte es ausklingen lassen. Genau. Und wie sieht denn dieses Ruhestandsleben jetzt aus? Ach, das sieht sehr gut aus. Ich habe Haus und Hof, eine Lebenspartnerin, einen Hund. Das letzte Kind hat Fell und 4 Beine. Haben ein sehr schönes Haus und Garten, ein Boot, mit dem wir viel unterwegs sind. Und ich bin gesund und mache das, was mir gefällt. Wir haben, meine Partnerin gestaltet sehr gerne Häuser und Garten, also Häuser in und Garten. Da haben wir viele Anfragen. Sie hat ein sehr geschicktes Händchen und ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr viel Freizeit, die gut genutzt wird. Ich habe keine Langeweile, aber ich bin auch nicht mehr gestresst. Ja, das heißt, Sie bereuen jetzt auch nicht, jetzt schon mit 65 ausgestiegen zu sein, sondern wissen das in guten Händen und genießen jetzt praktisch die Zeit danach. Ich bereue es auf keinen Fall. Mhm. Ich finde die Entscheidung absolut richtig. Ich habe auch damals im Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft, wo ich ja auch über 10 Jahre mit tätig gewesen bin, eindeutig gesagt, es ist nicht kein Familienunternehmen, es war ja ein gemeinnütziger GmbH, aber wer innerhalb der Familie einen Nachfolger findet, der auch in der Branche selbst mit sich entwickelt hat, Seiteneinsteiger, es gibt da Headhunter, die schicken ihnen Leute, die kommen und sagen, ja, mach ich. Auto, Sekretärin, 7.500 Euro Gehalt und 80 Tage Urlaub im Jahr. Sowas können sie immer wieder haben. Mhm. Aber wenn jemand in der Firma gewachsen ist, also die Probleme kennt, dann ist nicht reibungslos. Der Arbeitsmarkt, wie er sich entwickelt, mehr oder weniger Arbeitslose, Entscheidung der Bundesregierung, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen durch Maßnahmen, dies und jenes Projekte, ist ja immer sehr beeinflusst in die gesamte Tätigkeit. Aber ich habe nichts zu bereuen. Ich bin sehr froh. Ich werde ja in einem Monat 70. Das heißt also, ich habe die ersten 5 Jahre gesund und munter überlebt und werde die nächsten 38 Jahre dann hoffentlich so weitermachen können. Hatten Sie damals so ein bisschen Sorge, als Sie wussten, so jetzt wird es langsam, endet dieser Abschnitt des Unternehmerseins, weil Sie vielleicht auch noch nicht so genau wussten, wie es danach weitergeht? Oder ist es Ihnen vielleicht auch schwer gefallen, das loszulassen am Anfang? Wie waren da so die Emotionen? Also das Loslassen ist mir gar nicht schwer gefallen, weil ich ja in diesen 10 Jahren
der Förderung gemerkt habe, es war eine richtige Entscheidung. Mein Sohn war Mitarbeiter wie jeder andere und da gab es nicht, Vater, drück mal ein Auge zu, sondern er ist genauso bewertet worden wie alle anderen. Probleme oder Angst, ein kleines bisschen Angst, wenn man das in Gänsefüßchen sagen kann, hatte ich nur davor, dass Entscheidungen vor Bundestagswahlen gibt es immer Entscheidungen der künftigen Regierungspartner, dass besondere Mittel aufgelegt werden zur Förderung von Arbeitslosen über 55 oder ab 50 und sonst was. Da gibt es immer sehr viel Geld und da muss man dann als gemeinnützig anerkannter freier Bildungsträger am Ball sein, die auch bereit sein, Aufgaben zu übernehmen. Ich habe grundsätzlich, wenn das Jobcenter, das Arbeitsamt gefragt sind, würden Sie das machen? Immer ja gesagt, wir machen das und danach erst die Voraussetzung geschaffen. Und das hat mir auch die Anerkennung vom Arbeitsamt verschafft, als die sagten, würden Sie die Mechatroniker machen? Der Mechatroniker ist zum ersten Mal in der Erstausbildung neu anerkanntes Berufsbild von der IHK und wir sollten ihn in der Umschulung machen. Da war sehr, sehr viel Geld, fast 1 Million Euro stand im Raum für die Vorbereitung, Anschaffung, Werkstätten und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, und diese Risikobereitschaft, etwas zu machen, habe ich bei meinen beiden Nachfolgern nicht so gemerkt. Die waren nicht so risikobereit. Das musste ich ihnen noch beibringen im Gespräch mit den Banken und mit den Auftraggebern. Und ja, ich muss sagen, als es dann der Zeitpunkt rankam, wurde mir nicht Angst und Bange, denn sie hatten alles diese schweren, prekären Aufgaben lösen müssen. Ein Jahresabschluss mit dem Wirtschaftsprüfer ist nicht einfach. Es war ja Verhandlungen mit der Bank, mit den Banken nicht um einen Kredit, sondern um eine Teilfinanzierung von Investitionen. Die beiden Herren haben endlich verstanden, was Anlagevermögen und Abschreibung heißt. Das habe ich ihnen eingebläut. Das habe ich ihnen wirklich tagtäglich eingebläut und meine Geschäftsleitungssitzung, wenn sie da jetzt noch die Nachfolger und Mitarbeiter fragen, waren knallhart, aber auf die Zeit begrenzt und wurde nicht palabert, nicht gelabert. Das wurde festgelegt, entschieden, Termin gesetzt und kontrolliert. Und meine Assistentin, die jetzt ausscheidet, ich habe heute gesehen, jetzt im September ausscheidet, in den Ruhestand geht, hat dann eben so ein kleines bisschen wehmütig gesagt, wissen Sie, Chef, als Sie noch die Leitungssitzung gemacht haben und hier waren, da wusste jeder, was er zu machen hat. Klare Ansage, auch Kontrolle und Abrechnung. Jetzt ist das manchmal nicht ganz so und das vermissen so viele Mitarbeiter. Ich sehe ja auch ab und zu noch Mitarbeiter, wenn ich in Berlin bin, die sich ganz freundlich unterhalten und die sich nicht beklagen. Aber die sagen, ja, Chef, das waren noch andere Zeiten, weil eben einer nur entschieden hat, der alleinige Geschäftsführer. Aber das sah ich nicht mehr als machbar durch die gewachsenen Umsätze, dass das einer alleine macht. Deswegen habe ich es verteilt. Aber die beiden haben es auf ihre Art gut gemacht. Die Firma ist gesund. Sie haben gute Umsätze. Sie haben neue Maßnahmen kreiert und sind dabei, also auch diese Firmenschulung vorzubereiten. Ich bin da vertraue voll und ganz darauf und sage immer wieder, ihr müsst noch Jahre arbeiten. Das ist eure Firma, mit der ihr euren Lebensunterhalt verdient. Es geht nicht darum, reich zu werden. Es geht darum, in Arbeit zu sein, mit der Arbeit zufrieden zu sein, Ergebnisse zu schaffen. Und unsere Aufgabe ist es ja, Arbeitslose wieder in Arbeit zu bringen. Und unser Arbeitsergebnis wird ja immer daran gemessen, nicht wie viel wir ausgebildet haben, sondern wie viel nach der Ausbildung wieder auf den Arbeitsmarkt münden. Und da haben wir immer Eingliederungsquoten, die über 70-80% waren. Und deswegen haben wir auch immer wieder neue Aufträge bekommen. Daran werden ja eigentlich die Bildungsträger gemessen. Gab es denn dann überhaupt irgendwie, sagen wir mal, Komplikationen so in dem Übergabeprozess? Oder würden Sie da einfach sagen, nee, das war von vornherein halt langfristig geplant und sehr gut organisiert? Da gab es keine großen Widerstände. Ich habe keine Widerstände, keine Komplikationen bemerkt, dass sich die beiden, zwei Geschäftsführer zusammenraufen mussten, dass man nicht einfach mehr alleine erscheinen konnte, sondern sich abstimmen musste und darauf achten musste, jeder hat sein Geschäftsgebiet. Der kaufmännische und personalverantwortliche Geschäftsführer hat eben nichts in der Bildung, in der Bildungsplanung zu suchen und der Chef der Geschäftsführer für berufliche Bildung hat eben nichts in den Finanzen rumzufuschen, ohne den anderen Geschäftsführer zu fragen und mit ihm zu beraten. Diese Abgrenzung der Geschäftsgebiete ist beiden vielleicht ein kleines bisschen schwer gefallen. Da wurde oft gesagt, der Alte hat es einfacher, der hat über alles entschieden. Der brauchte keinen zu fragen. Was vielleicht ein Fehler war, dass die beiden manchmal gehört haben, nachdem ich weg gewesen bin, ja, der Senior, wenn der Senior wäre, der würde das so machen. Und das war nicht so leicht für die beiden, denn sich immer am Senior gemessen zu werden. Aber sie haben es geschafft. Sie haben die Kontakte, keine Kontakte sind abgebrochen.
Die haben weiterhin eine gute Auftragslage und die Jobcenter sind weiterhin daran interessiert, mit diesen gewerblich-technischen Bildungsträgern die Aufgaben zu lösen. Steht bei Ihnen eine Unternehmensübergabe bevor? Das Projekt Unternehmensnachfolge beginnt mit der Betrachtung der Ist-Situation. Genau zu diesem Zweck hat das Unternehmerradio einen Selbsttest entwickelt. Diesen finden Sie unter www.unternehmer-radio.de/test. Innerhalb von 10 Minuten erhalten Sie ein Gefühl dafür, wie übergabefähig Ihr Unternehmen derzeit ist. Gehen Sie dazu auf www.unternehmer-radio.de/test. Wie habe ich mir das denn vorzustellen? Sie haben ja jetzt diesen Nachfolgeprozess selbst sehr stark gestaltet, haben aber auch letztendlich Ihren Sohn ja in die verschiedenen Stationen geschickt, also eben zum Beispiel auch zum Wirtschaftsprüfer. Bei der Nachfolge selbst, haben Sie sich da externe Hilfe geholt oder mit wem haben Sie da zusammengearbeitet? Also ich habe es eigentlich allein gemacht. Externe Hilfe, ich hatte mal einen Unternehmensberater in der Firma. Weiß gar nicht, wie, da ging es uns wohl so gut, da hatten wir Geld und da hatten wir Unternehmensberater. Und der hatte 2 Tage bei uns rumgewühlt und am Ende dann seine knallharten Aussagen getroffen und also auch Einschätzung von Personal, was also beurteilt wurde. Und da gab es ihm solche Aussagen, der oder die Person wäre als Unternehmer, als Geschäftsführer nicht geeignet. Sie ist von der Qualität, von den Fähigkeiten immer im zweiten Glied stehend, ein sehr guter Mitarbeiter. Aber Verantwortung übernehmen und selbst Entscheidungen zu treffen, ist nicht der Fall. Und so gab es, hatte mir das eigentlich beim Personal ein bisschen geholfen. Mein Sohn wurde damals auch bewertet. Mhm. Und dann sagte der Unternehmensberater, klare Ansprache oder, sag ich, klare Ansprache. Es kann auch im Ergebnis dabei rauskommen, dass er nicht geeignet ist, die Firma zu leiten. Mhm. Und da sagt der Unternehmensberater eben, dass sie in der Fördervereinbarung auch externe Praktika festgelegt haben. Und in den letzten 2 Jahren Managementseminare als verpflichtend, er hat ja die Firma bezahlt, also ich habe die ja bezahlt, mhm, aber Managementseminare verpflichtend waren, dass also nicht nur Personalwesen, sondern auch die Tätigkeit des Betriebsrates, Wirtschaftsprüfer, in Notar, Verträge, in Rechtsanwaltsstreitigkeiten, Arbeitsrecht, die haben eigentlich in der Palette, das habe ich alles selbst vorher auch mal gemacht, muss ich sagen. Und daher konnte ich aus der Erfahrung, ich habe in den ersten 15, 16 Jahren über 20 Managementseminare besucht. Aber immer am Wochenende grundsätzlich, mhm, oder im Urlaub, weil ich ja nur erst als alleiniger Geschäftsführer nicht einfach weg sein konnte und sagt, macht mal das. Und daraus konnte ich auch den Schluss ziehen, was ist zwingend notwendig, wo lernt man am besten, was sind gute Seminaranbieter, also die Managementakademie Bad Harzburg ist einmalig, ist fantastisch. Aber da sind dann eben immer von Freitag 14 Uhr beginnend bis Sonntagabend. Und da hat mancher eben mit einer langen Nase, da ich dann nehme, ein Wochenende und man musste ja auch hunderte Kilometer fahren. Aber das habe ich von meinem Sohn verlangt und dann habe ich aus meiner Entwicklung abgeleitet und versucht zu überlegen, kann das für ihn nützlich sein? Muss das sein? Können wir das ausklammern? Und ich habe dann nur mit den Beratern, also sprich mit dem Wirtschaftsprüfer, mit dem Notar und Rechtsanwalt, mit dem Arbeitsamt auch gesprochen und habe gesagt, würdet ihr das also auch so machen? Da haben die gesagt, ja, wenn du das so machen kannst, selbstverständlich. Und mhm, der Unternehmerverband, mit dem ich ja damals mittelständische Wirtschaft gesprochen hatte, die haben gesagt, ja, wir haben laufend das Problem, 1 Jahr oder 1,5 Jahre vor Ausscheiden kommt die Frage, Mann, woher kriegen Nachfolger? Und die wussten schon, dass ich diese langfristigen Prozesse in Etappen, also über 10 Jahre gemacht habe. Und da habe ich auch öfters gesprochen, wenn wir uns getroffen haben, Unternehmerstammtisch oder also auch meine Erfahrung weitergegeben. Und ja, also da ist eigentlich meine Erfahrung, die ich sammeln musste, die ich sammeln durfte, habe ich als Maßstab genommen und habe gesagt, er muss wenigstens versuchen, dass er auch annähernd so gut wird und ein bisschen Cleverness bekommt, um dann nachher die Firma weiterzuführen. Und ich habe also dieses Konzept, diese Etappen, das ist ja unterschiedlich. Ein Unternehmen hat 10 Bereiche oder hat 5 Firmen. Wir haben 3 Standorte, was auch schon sehr wichtig ist. Und wir haben eben ein sehr kleines, auf Personen bezogenes Personalwesen, Buchhaltung. Er musste ja auch in der Buchhaltung ein ganzes Jahr, es war längst ab, ein ganzes Jahr arbeiten. Und das ist heute für ihn vom unschätzbaren Wert. Also die Buchhalterin kann nicht kommen und sagen, hier, Herr Schulze, das müssen wir jetzt raus, überweisen wir und sonst was. Ich habe
eingeführt in meiner Tätigkeit, die sogenannte Liquiditätsplanung, sodass wir jeden Monat genau wussten, was wir an verfügbaren Mitteln haben und dass wir nicht in die roten Zahlen gekommen sind. Solche Liquiditätsplanung haben viele Unternehmen, wissen gar nicht, was das ist. Und da steht genau drin alles, was an Ausgaben, was an Einnahmen zu erwarten ist, was an Rücklagen existiert, was an Rücklagen gebildet werden muss und dergleichen. Die Abschreibung von 12 Monaten theoretisch auf jeden Monat runtergebrochen, sodass man immer eine theoretische Zahl hatte. Und das hat uns damals und hilft Ihnen heute noch sehr. Mhm. Also man kann jeden Monat genau sagen, nee, wir können im nächsten Monat das nicht kaufen. Oder wir haben von den Einnahmen und von den bestehenden Rücklagen und von dem Polster, was wir haben, können wir das bezahlen. Ich habe ja in den ganzen 23 Jahren nie einen Kredit aufgenommen. Ne? Ich habe ja alles nur finanziert, wenn das Geld vorhanden war. Mhm. Das heißt, also Ihr Rat wäre dann eigentlich auch an andere Unternehmen, das eben auch wirklich so langfristig anzugehen? Wenn man es kann, ja, es müssen nicht 10 Jahre sein. Aber es hilft nichts oder es ist aus meiner Sicht falsch, ein Jahr vor Ende anzufangen, was mache ich nur? Mhm. Wenn man in der Firma nicht jemand hat, dem man voll vertraut und der mitgelaufen ist die ganze Zeit und noch mindestens 10 Jahre oder 15 Jahre jünger ist, wenn ich aus meiner Firma einen 63-Jährigen nehme, erstmal Nachfolger bestimmen, ist das sinnlos. Der scheidet auch bald aus. Das muss also in der Altersgruppe um die 45 sein, maximal 50, der also noch 15 Jahre, 16 Jahre das weiterführen kann. Mhm. Und der Abschnitt, das habe ich den Kollegen, Unternehmern in meinem Mittelständler-Wirtschaft, im Unternehmerverband Mittelständler-Wirtschaft gesagt, unter 5 Jahre, also 5 Jahre vor Ende, vor eurem Ende, müsst ihr eigentlich klar sein, was ihr machen wollt. Müsst ihr jemand haben, den ihr einarbeitet oder der mit euch mitläuft, also nicht als Doppeltbezahlter, aber der Arbeiten im Unternehmen macht, wo ihr auch gucken könnt, kann der das nicht? Ist er selbstständig? Ist er entscheidungsfreudig? Ist er risikobereit? Kann er logisch denken und nicht nur Aufträge abarbeiten und sagen, Chef, was soll ich jetzt tun? Mhm. Wenn jemand zu mir kam, Chef, was soll ich machen? Habe ich immer gesagt, weiß ich nicht. Was habt ihr denn für Vorschläge? Mindestens 2 Vorschläge. Und dann haben sie, na, ich würde das so oder so machen. Und die Mitarbeiter sind dann immer begeistert wieder gegangen, weil der Alte entschieden hat, sie gefragt hat und dann entschieden hat, ich würde es so machen. Mhm. Und den Mitarbeitern habe ich immer gesagt, Leistung schafft Vertrauen. Wer Leistung bringt, kriegt Vertrauen und wird fester Bestandteil des Teams. Und das haben sich, es hat ja bei mir in meiner Zeit nur ein einziger Mitarbeiter gekündigt. Keiner ist ja freiwillig gegangen. Wenn jemand gegangen ist, dann habe ich mich von ihnen getrennt. Und das zeigt ja auch, dass jetzt Mitarbeiter ausscheiden, die vom ersten Tag an bei mir gewesen sind, mit der Gründung im Personal sich entwickelt haben und die ganze Zeit ihre 25, 26, 27 Jahre bei der Q&U gearbeitet haben. Mhm. Also muss das Arbeitsklima nicht so schlecht gewesen sein und der Chef nicht so doof gewesen sein. Nee, offensichtlich. Und deswegen, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man einen Firmennachfolger heranrekrutiert werden soll, dann muss man ihn nicht nur in der Firma, dann muss man ihn auch bei Geschäftspartnern mal ein Praktikum machen lassen und dann muss man von ihm bestimmte Fähigkeiten fordern, ihn dabei aber auch fördern, dass er Seminare besuchen kann. Mhm. Also es muss bei dem Nachfolger muss es eine Bereitschaft geben, sich Wissen anzueignen, dieses Wissen anzuwenden und den Nachweis anzutreten, dass er der Richtige ist, der die Firma übernehmen soll und dass er das Vertrauen, was in ihn gesetzt wird, auch rechtfertigt. In den letzten beiden Jahren durften meine beiden Prokuristen in den Verhandlungen mit dem Jobcenter, Arbeitsamt, Senatsverwaltung tatsächlich an den Direktorentagungen teilnehmen. Ich habe vorher angerufen, habe gesagt zum Direktor, also pass auf, ich bin nur mal kurz vorm Ausscheiden. Da sagte er, kurz vorm Ausscheiden, bei den 2 Jahren ist vorbei. Ich will die beiden heranführen, ich schicke die. Und die haben das akzeptiert und da habe ich auch mal Feedback bekommen. Erstens waren sie aufmerksam, zweitens haben sie voll daran teilgenommen, nicht wie andere, die nicht was eingeschrieben haben und dann wieder verschwunden sind. Und haben also auch sehr kommunikativ reagiert. Und das war ja für mich dann immer mehr die Überzeugung, dass ich es richtig gemacht habe. Mhm. Haben Sie sich denn auch konkret mit dem Thema Nachfolge beschäftigt? Also ich habe ja auch auf den Seminaren bei den Seminarteilnehmern rückgefragt, wie das, in welchen Firmen sie arbeiten, was sie machen, wie die Firmennachfolge ist. Ja, in alten Bundesländern ist das meistens auch anders gehandhabt worden. Da haben dann die alten oder die Seniorchefs dann ja noch weitergearbeitet, hatten
konnten sich von ihrer Firma nicht so trennen. Ich hatte eine Firma aufgebaut von null auf das, was sie gewesen ist. Und ich wollte eigentlich, dass diese Firma weiter besteht, weil sie gesund war, weil sie anerkannt war und einen guten Namen hatte. Und da habe ich mir dann Gedanken gemacht, was musst du tun, damit die Firma weiter existiert. Und vor allen Dingen, du musst auch dann irgendwann loslassen können. Wenn ich nach der Übergabe als Berater mich noch reingehangen hätte, dann wäre es gegen Baum gegangen. Ja, dann haben Sie ja tatsächlich schon sehr, man merkt, Sie haben das Unternehmen mit Herz geführt und Sie haben auch den Nachfolger mit Herz aufgebaut. Ja. Oder die Nachfolger. Da musste man jetzt auch gar nicht so viel nachfragen. Normalerweise haben wir natürlich immer so ein paar Fragen, die wir durchgehen, aber Sie haben das so ausführlich auch wiedergegeben. Klasse, also ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Das war sehr informativ und vollständig heute. Und ja, wünsche Ihnen alles Gute. Ja, vielen Dank von mir auch. Gerne. Ja. Okay, wiederhören. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Sendung. Wir freuen uns, dass Sie bis zum Schluss mit dabei waren und freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.